zweite Version des Slingshot UFO, der V2, präsentiert sich weiterhin als No-Strutter mit superleichtem Gewicht. Die mit einer C-Form geschäbte Kappe wird in der Fronttube mit einer Vierpunktwaage abgestützt, wobei das äußere Teil der Waage ein Bungee besitzt, wodurch hier die Dynamik beim Drehen und die ganze Effizienz halt gesteigert werden soll. Zum B- und Entlüften haben wir das ganz klassische große Ein- und Auslassventil und wie bei Slingshot üblich ein zusätzliches Ablassventil in konventioneller Form. Klar, Line-Up-Weiser für die Waage gibt es hier nur am Ende der Fronttube. Ist ja klar, weil es ist ja ein No-Strutter. Und als Flugtuch wird hier ein Double-Ripstop-Material verwendet. Die Abrisskante besitzt eine durchgehende Tuchdopplung und zusätzlich an jedem Panelende nochmal eine kleine dreieckige Verstärkung. Zudem gibt es in den Tippbereichen jeweils zwei Kunststofflappen. Und Verstärkung aus Cordura-Material finden wir nur in den äußeren Rundungen der Tipps. Im Unterschied zum UFO V1 haben wir insgesamt bei der Kraftentfaltung eine etwas höhere Progression, sodass hier schon ab von unserem Test halt 8 Knoten reicht, um mit einem Startloop auf den Flügel zu kommen. Das Ganze bei einem Fahrergewicht von 85 Kilo und einem Next Generation Foil in einer 1200er Größe. Und einmal angeströmt, was hier sehr schnell und gleichmäßig erfolgt, zieht er auch im Unterschied deutlich anders von der Beschleunigung und von der Geschwindigkeit los als sein Vorgänger. Und da man insgesamt hier bei der Waage an der Aufhängung geschraubt hat, steht er jetzt auch weiter außen am Windfensterrand, sodass hier die Korrekturen vom ersten Modell, was den Stand am Windfensterrand angeht, nicht mehr notwendig sind. Er zieht hier einfach sauber durch. Dieser wirklich leichtgewichtige Schirm wird beim Barfeeling natürlich nochmal dadurch unterstützt, oder dieses gesamte Feeling wird unterstützt, da die Halte- und Steuerkräfte hier im leichten bis maximal mittleren Bereich liegen. Dabei ist das Feedback über den Stand des Kites im Windfenster wirklich jederzeit und sauber an der Bar zu spüren, auch wenn die eigentlichen Kräfte gering ausfallen. Und auch was die Präzision der Lenkbefehle angeht, so muss man hier selbst auch gegenüber einem vielleicht reaktiven Wave-Kite nichts vermissen. Er reagiert sofort auf den kleinsten Lenkimpuls und bleibt aber dabei konstant von seiner Kraftentfaltung, sodass ich hier Beweglichkeit und sehr hohe Kontrolle exzellent miteinander kombiniert. Für einen reinrassigen Vollkite ist natürlich einer der wichtigsten Punkte, wie gut ist das Anlenkvermögen im depowerten Zustand oder bei sehr wenig Leinenspannung, wie ist da noch die Reaktionsfähigkeit? Und da zeigt er sich in beiden Dingen ebenfalls exzellent. Er bleibt mit wenig Leinenspannung jederzeit komplett ansprechbar. Er kann aus jeder äußersten Position am Windfensterrand, auch wenn er da noch nicht mal wirklich stallt, also er depowert, aber er stallt nicht, kann er mit einem kleinen Loop wieder in den Bereich der Anströmung gebracht werden. Das ist fast ein intuitiver Prozess und der geht sehr, sehr einfach. Dazu schwebt er halt aufgrund seines geringen Gewichts und der kompakten Bauform mit dem C und dieses gesamte Profil, das funktioniert einwandfrei, dass er sich wirklich bei wirklich geringster Leinenspannung exzellent am Himmel hält. Bei der Drehfreude kann jeder x-beliebige Radius mit dem UFO V2 ausgesteuert werden. Sein Drehvermögen bleibt dabei immer stets zu 100% rund
Und das Ganze wird mit einer mittleren bis teils hohen Fluggeschwindigkeit absolviert. Eine kleine Einschränkung bei diesem großartigen No-Strutter gibt es natürlich, ähnlich wie beim Vorgänger, ein bisschen verbessert. Ist aber immer noch, dass der Grundzug jetzt nicht wirklich super hoch ist. Man muss den Kite halt bewegen, positionieren. Er lebt von seiner Fluggeschwindigkeit und seiner Beweglichkeit und dass er halt überall gleichmäßigen Zug liefert. Aber der ist durchweg natürlich nicht so hoch. Deshalb eignet er sich auch natürlich besser noch fürs Foil als zum Beispiel bei Mehrwind halt für den Einsatz mit einem Directional Waveboard. Das geht gut, wenn man den richtigen Windbereich für die genau die Größe hat. Aber der Spielraum ist nicht so groß wie bei einem reinrassigen Wavekite, der grundsätzlich über etwas mehr Kraft verfügt. Und warum funktioniert das dann halt so gut mit einem Foil? Das ist ganz klar, weil ein Foil einfach einen deutlich geringeren Widerstand produziert als vergleichsweise ein Twintip oder ein Directional Board. Click-in-Safety-System von Slingshot funktioniert ausgezeichnet, auch bei 6 Kilo und einer Last von 120 Kilogramm. Und sofern der UFO V2 nicht mit seinem gesamten Tuch flach auf der Wasseroberfläche liegt, gelingt hier auch der Widerstart bei 7 bis 8 Knoten für den 8 Quadratmeter im schwimmtiefen Zustand. Für den Sprung- und Loop-Einsteiger beim Kitefoilen ist der UFO V2 sehr gut geeignet. Er hat diese wirklich eine Kraftspitze beim Loop und auch beim Absprung. Und danach liefert er eine wirklich gleichmäßige, nicht zu hohe Kraft, die sich gut kontrollieren lässt, weil man ihn einfach immer noch gut spüren kann. Was Sprunghöhe und Hangtime angeht, klar, da gibt es natürlich gestrecktere Modelle und auch One-Strutter, die dann in dem Bereich halt schon nochmal etwas mehr Leistung liefern als der UFO V2. Bleibt natürlich die Frage, was hat sich halt genau zum alten Modell geändert? Wir haben insgesamt ein noch etwas knackigeres, frischeres Gefühl, noch etwas mehr Lebendigkeit. Wir haben gerade für denjenigen, der sehr auf Manöver steht, viele Richtungswechsel, Drehungen. Da ist die Positionierung insgesamt noch etwas besser geworden. Der Schwebezustand ist der gleiche. Also da war das alte Modell schon exzellent. Und beim neuen ist der Drift und die Anlenkbarkeit bei geringster Leinspannung noch eine Nuance besser. Das sind alles Punkte, die aufgrund der etwas geänderten Aufhängung hier zustande gekommen sind, was den schon großartigen UFO V1 jetzt nur wirklich zu einem noch besseren federleichten Vollkeit macht. Dazu hat man halt ein Packmaß, was echt winzig ist. Es ist fast so groß nur wie eine kleine Computertasche und ein geringes Gewicht, wenn man verreisen möchte. Passt der auf jeden Fall immer noch halt ins Gepäck hinein. Wenn nicht, nimmt man einfach im Handgepäck mit. Dank geringster Kräfte, die man hier zum Aussteuern und Halten benötigt, gibt es keinerlei Einschränkungen, was Körpergewichte oder Eignung angeht. Die Handhabung des UFO ist absolut intuitiv, einfach und leicht, sodass auch vom Fahrkönnen keinerlei Einschränkung besteht. Man kann es ohne weiteres auch einem Einsteiger geben. Mit der Einschränkung, wie gesagt, die Widerstartbarkeit ist etwas länger, sofern halt das Tuch auf der Wasseroberfläche aufliegt. Da braucht man doch eindeutig etwas mehr Geduld. Wenn der Kite auf der Fronttube liegt, dann hat man überhaupt gar keine Probleme, dann gehört er zu den mit am schnellsten startenden Kites am Markt. Und der aufmerksame Betrachter von Gleiten TV wird dann sagen, naja, das habt ihr aber so ähnlich beschrieben beim Ghost. Ist richtig, aber der UFO ist halt noch ein Tick leichter, noch ein Tick spielerischer und da sieht er sich auch. Und er ist halt noch etwas mehr für das reine Foilen geeignet.